Hier sind wir in der Bundesliga am Mikrofon, Manni Volkmann und Frank Buschmann. Und die heutige Partie heißt VfL Wolfsburg gegen Borussia Dortmund. Ja, der erste gegen den zweiten, Manni, ein absolutes Spitzenspiel. Beide gehen unbeirrt ihren Weg, ein typisches 6-Punkte-Spiel. Und der Schiedsrichter der heutigen Partie heißt Steffen Schwurbel. Richter hat angepfiffen. Hoffentlich wird es ein tolles Fußballspiel. Hasebe. Ochs. Er will ihn haben, den Ball. Kriegt er ihn? Luis Gustav. Und der Schiedsrichter gibt zu bedenken, so fangen wir hier erst gar nicht an. Da trudelt der Ball frei übers Spielfeld. Hasebe. Langsam kann er sich den Ball zurechtlegen. Es gibt so wunderschöne Flanken. Hier haben wir das Gegenteil gesehen, der Gegner hat den Ball schon wieder. Das muss es sein! Der Schiedsrichter und es rennt! Vorsichtig formuliert, allzu viele Chancen brauchen Sie wahrscheinlich nicht, um den Treffer zu erzielen. Erste Möglichkeit und sofort das Tor. Und hier nochmal das Tor aus anderer Perspektive. Schauen Sie sich diesen Lauf noch einmal an. Über das halbe Feld und dann am Ende auch noch die Kraft gehabt, um das Ding zu machen. Perisic. Olic. Sehr gute Flanke. Mit etwas Glück hat er den Ball gesehen, aber drankommen konnte er nicht. Nee, niemals. Also da bräuchte er Sprungfedern in den Fußballschuhen. Da geht nichts. Das war schon sein zweites Tor. Heute will er es aber wissen. Christian Trächsch am Ball. Dieser Mann, der ackert und arbeitet einfach überall. Luis Gustav. Schäfer. Dank seiner Übersicht konnte er den Ball ganz souverän abfangen.
Mann, guck doch mal nach rechts, da steht doch einer. Und jetzt! Ja, der Ball war im Tor aus. Eckball. Tja, diese Ecke hat wirklich nicht viel gebracht. Piszczek. Ganz schön mutig aus dieser Distanz zu schießen, aber für den Torwart keine echte Prüfung. Nee, also das ist auch aus der Entfernung vor allem dann eher eine Rückgabe für den Keeper. Reus. Schönes Stellungsspiel. So kann er den Ball mit Leichtigkeit abfangen. Der Ball ist frei. Jeder kann ihn haben. Hasebe. Ochs. Und sie verlieren den Ball auf dem Flügel. Olic. Gut gemacht vom Torwart. Gefährliche Flanke. Und die Abwehr aufmerksam. Ja, da hilft ein Mannschaftskamerad aus. Luis Gustav. Perisic. Olic. Christian Trech am Ball. Er hat den Ball sofort verarbeitet. Und er ist drin. Ja, diesen Treffer, den gucken wir uns natürlich nochmal an. Im zweiten Anlauf, und das ist besonders ärgerlich, muss der Keeper sich geschlagen geben. Kann er sich den Ball holen? Olic. Da trudelt der Ball frei übers Spielfeld. Schein. Können Sie die Flanke verwerten? Flankenschlagen ist eine Kunst. Manchmal geht es auch daneben, wie in diesem Fall. Das nennt der Abiturient antizipieren. Er liest die Situation und schnappt sich das Spielgerät. Ja, hier könnte sich eine Chance entwickeln. Gut mitgespielt. Er geht im entscheidenden Moment dazwischen. Wunderbar herausgespielt. Der Kampf für die Befreiung des Balles war erfolgreich. Den schauen wir uns gerne noch einmal an. Im ersten Versuch pariert vom Keeper, aber am Ende ist das Ding doch drin. Nochmal das Tor aus anderer Kameraperspektive.
Luis Gustav. Der Ball ist frei. Gute Flankenmöglichkeit. Kann er diese Flanke verarbeiten? Da hat das Timing nicht gestimmt, deswegen abseits. Sehr schön offensiv ist es hier gelaufen in den ersten 45 Minuten. Deshalb der Halbzeitstand 3:1. Signalisiert, ich will auswechseln. Hier steht auch schon einer parat. Zuschauer sind erwartungsfroh. Die zweite Halbzeit läuft. Reus. Haben wir durchaus schon souveräner gesehen, aber der Ball ist weg. Bender. Den hat er ganz, ganz sicher unter Kontrolle. Super Leistung. Ja, aber das war natürlich auch eine erhebliche Distanz. Olic. Gutes Abwehrverhalten, aber in Ballbesitz kommen sie nicht. Er attackiert ihn, er will den Ball. Und diese Flanke ist... Und der ist drin! Das hat er am Kopfballpendel so oft geübt und jetzt hier im Spiel. Super. Und wir sehen hier auch ganz deutlich, da ist der Torhüter chancenlos gegen dieses Ding. Ja, was soll man da in der Verteidigung machen? Vielleicht zwei, drei Basketballer verpflichten, so hoch wie der springt. Ein sensationelles Tor. Reus. Marco Reus. Souverän geklärt. Şahin. Azebe. Die Flanke kommt nicht durch. Der Ball ist frei. Und da ist er tatsächlich zur Stelle. Ja, das müssen wir tatsächlich so betonen, denn bisher ging ja nicht viel zusammen. Bei der nächsten Spielunterbrechung wird das Heimteam wechseln. Beide Trainer wollen jetzt noch mal frische Kräfte bringen. Vierinha. Reus. Christian Trisch am Ball. Ox. Tim Klose. Christian Trisch am Ball. Schäfer.
Die Gäste wollen wechseln. Beim nächsten Pfiff des Schiedsrichters dürfte es soweit sein. Wer kriegt jetzt als nächster den Ball? Christian Trisch am Ball. Die Mannschaft hat hier klasse gespielt, das weiß natürlich auch der Coach. Trotzdem bringt er noch mal einen frischen Mann aufs Spielfeld. Vierinha. Oh, die Flanke kommt super gut. Schein. So, jetzt wird gleich gewechselt bei den Hausherren. Voller Einsatz gegen den Mann. Nuri Şahin am Ball. Jetzt läuft der Ball gut. Sie kombinieren hervorragend. Jetzt ist er durch. Christian Trisch am Ball. Er rennt und rennt und rauf und runter und will gar nicht aufhören. Als wenn du den aufgezogen hättest. Ja? Er läuft und läuft und läuft. Schieber. Dem Lehrbuch kommt. Ach, und wunderschön zu sehen, genau im richtigen Moment, also vom Timing her hochgestiegen und dann auch noch perfekt platziert. Keine Chance für den Torhüter. Ganz klare Führung jetzt. Luis Gustav. Hier sehen Sie im Vergleich die Statistik der Torschüsse von heute. Dank seiner Übersicht konnte er den Ball ganz souverän abfangen. Dass das Publikum verstummt, das erlebt man nicht oft. Aber sie haben auch wirklich überhaupt keinen Grund, irgendwie hier zu feiern. Abseits, er ist einfach zu früh gestartet. Reus. Achtung! Und jetzt haben sie es, das Tor! Jetzt müssen sie es aber wissen, dass der Mann gefährlich ist. Jetzt hat er schon zwei Tore gemacht. Es ist nicht mehr lang zu spielen, das sieht nicht gut aus für die Mannschaft im Anstoßkreis. Tim Klose. Schieber. Jawohl, abgefangen. Schöne Attacke, erster Preis, der Ball. Großes Fußballkino, ein fantastischer Torwart. Wohl dem, der so einen da hinten drin hat. Was für eine merkwürdige Ecke. Da ist nun wirklich nichts draus geworden. Hummels. Piszczek. In Schwarz und in Gelb, denn der BVB hat das Spiel gewonnen. Was für ein einseitiges Spiel, was für ein einseitiges Ergebnis, wie peinlich für die Verlierermannschaft. Also das ist mit das Dominanteste, was ich in dieser Spielzeit gesehen habe. Liebe Zuschauer, wir haben ein tolles Spiel gesehen. Ich darf mich von Ihnen verabschieden. Mein Name ist Manny Breukmann. Bis bald. Tschüss.